Hallo ihr Lieben, ich habe euch ja ein Do-it-yourself versprochen von der Midori-Hülle. Und ich zeige sie euch nochmal im Kompletten. Und ja, was ich mir da alles so ausgedacht hatte. Also hier vorne, das soll die Vorderseite sein, eine Lasche, wo man was reintun kann. Hier hatte ich mir was ausgedacht für meine zwei Horonichi. Schablonen, mehr habe ich davon nicht. Und hier kann man dann praktisch auch noch ein Heft rein tun. Ich sage auch gleich noch was zu den Maßen. Und wenn ihr die nachmacht, dann müsst ihr halt das so ein bisschen für euch angleichen. Hier wollte ich mir eventuell noch Löcher reinmachen und mit Gummis arbeiten, weil hier sollten zwei Hefte rein. Und hier ist dann noch der Moleskine drin. So. Also ist auch relativ dick schon. Und hier ganz hinten hatte ich mir ja noch so eine größere Lasche gemacht, wo auch nochmal so ein Heft reinpasst. Und das hat sich schon echt bezahlt gemacht. Für unterwegs ist es wirklich richtig gut. Und dieses Snap-Pad ist wirklich sehr, sehr, sehr stabil und hält wirklich sehr gut. Auch das dickere Filz. Ich habe hier dieses 3 mm Filz, glaube ich, genommen, damit es schön stabil ist. Ja, und habe das Ganze mit einem großen Stich mit der Maschine genäht. Also nicht mit Hand, sondern mit der Maschine. Und wie das alles funktioniert, zeige ich euch jetzt gleich. Also, ihr braucht erstmal das Grundgerüst. Und bei mir ist das zum Beispiel in der Höhe 23 cm und hier in der Länge habe ich 30,5 genommen. Also ich will das auch, ihr seht ja, dass es hier ein bisschen dicker ist. Und das müsst ihr halt mit rein berechnen. Ihr müsst halt berechnen, was ihr alles reinstecken wollt, wie viel Platz drin sein muss. Dann das hier berechnen, den Rücken berechnen. Also dieses zweimal, den Rücken einmal und wie viel sonst noch reinpassen soll. Also ich habe mir extra viel Platz gelassen. Gut. Und wie es dann hier vorne aussehen soll, wie viel ihr von der Vorderseite bedecken wollt, ist dann auch ganz euch überlassen. Und ob ihr das rund macht oder ob ihr das so macht, wie es bei diesen Pedoris ist, das ist dann auch ganz euch überlassen. Auch ob ihr das hier so macht. Oder ob ihr zwei kürzere macht. Also drei würden wahrscheinlich, ja, drei würden wahrscheinlich nebeneinander passen, wenn man es so hochkant macht. Da müsst ihr gucken, wie es für euch am besten ist und so ein bisschen rummessen. Ja, und ich habe es halt so gemacht. Also einmal dieses Grundgerüst, 30,5 mal 23. Und habe dann für die Laschen hier 6 cm genommen, damit man es auch noch gut rein und raus kriegt. Also falls man das jetzt hier nicht so wie ich machen möchte, sondern nur den Moleskine, der habe ich mir noch in die Tasche noch reingemacht, nur hier den Moleskine drin haben möchte. Ja. Dann darf die Lasche nicht zu groß sein, sonst muss man hier den Buchrücken zu sehr knicken. Und wie reißfest der Filz ist, weiß ich nicht. Also so wäre das dann so, wenn man das haben möchte. Aber selbst da sind die 30,5 noch sehr gut. Also wie gesagt, der wackelt nicht zu sehr, hat gut Platz da drin. Müsst ihr dann für euch entscheiden. So. Dann braucht ihr einmal, ich mache es mal wieder auseinander, diese Teile, das wird die Lasche und das wären die Einstecklaschen. Die nähe ich aber zuvor noch zusammen. Deswegen habe ich mir die jetzt hier so ein bisschen zusammengesteckt mit diesen Klammern. Die bekommt ihr auch überall in jedem Kurzwarengeschäft. Ich habe die bei Amazon gekauft. Weil 50, nee, 10 Stück sind schon im Kurzwarengeschäft sehr, sehr teuer. Und ich habe, glaube ich, 2,99 für
50 Stück bezahlt und es sind genau die gleichen, also da kann man ein bisschen sparen. So, das steckt ihr euch dann so zusammen, dass es auch gut passt. Und ich habe dann einmal hier so drüber genäht, das mache ich gleich mit euch und dann ist es fest und dann kann man es später hier mit dran stecken. Den Rest habe ich schon festgesteckt, das ist dann einmal diese Einstecklasche, die habe ich schon festgesteckt. Dann diese Einstecklasche, das ist für die Rückseite und die große, wo noch das extra Heft reinkommt. Wie gesagt, wenn ihr das nicht machen möchtet, schneidet ihr die einfach nicht zu. Ich habe jetzt hier auch wieder 13 cm genommen, so breit wie halt auch mein Moleskine-Heft ist und hier wieder 23 in der Höhe. Und ja, ich stecke euch das entweder mit einer Nadel, wobei das hier schon echt schwierig wird, wenn man da sich das mit einer Nadel feststecken möchte. Ich kann wirklich nur empfehlen, diese Klammern zu holen. Die sind wirklich echt gut und ja, es verrutscht wirklich nichts. Gut, das kann man so schon mal festgesteckt lassen. Und das müssen wir jetzt vorab erstmal so nähen, damit es dann auch eine Tasche wird, die hier auch geschlossen ist. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Jetzt wird es einfach angelegt. Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch das auch noch kennzeichnen irgendwie, aber ich denke, man trifft die Mitte. Ich habe hier den größten Stich gewählt. Bei mir geht es bis 5,0. Sieht dann in etwa so aus. Das könnt ihr noch, wenn ihr wollt, verknoten und abschneiden. Hier wird ja auch nochmal gleich drüber genäht. Jetzt stecke ich das gleich wieder zusammen. Erstmal schneide ich das ab. So. Da müsst ihr natürlich bei eurer Nähmaschine gucken, ob die durch so dicke Lagen näht. Also ich habe es geschafft, zweimal Snap-Pap und einmal Filz zu nähen und hier zweimal Filz und zweimal Snap-Pap. Also das hat die Maschine ohne Murren gemacht. So, jetzt müsst ihr das praktisch zusammenstecken, was ihr hier auch genäht habt. Hier ordentlich ranstecken. So, jetzt schauen wir gleich nochmal. Vorne alles in Ordnung ist. Das hätte noch ein Stück weiter nach hinten können. Also das dauert halt ein bisschen. Braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber wenn ihr euch Zeit dafür lasst, klappt es auch. So, das sieht schon mal super aus. So soll das ja dann nachher aussehen. Hier die Tasche hinten dran.
also schön konzentrieren, weil es soll ja alles auf der richtigen Seite sein. Das heißt, das vorne und auch das auf der, also das auf der Vorderseite und das innen, aber auf der ersten Seite. Und dass hier die Rückseite zum Einstecken und hier auch die Rückseite von der Außenseite. Gut, also das könnt ihr alles in einem Stück nähen. Ich mache es immer so, dass ich die Vorderseite oben liegen habe, weil der Stich einfach sauberer ist, und es dann in die Maschine einspanne und einmal komplett rundherum nähe. Und dann ist es auch schon fertig. Das machen wir jetzt auch noch gemeinsam. Die Einstellung lasse ich auf groß. Also wenn ihr eine Maschine habt, die noch einen größeren Stich hat, könnt ihr ruhig 6 oder 7 nehmen. Ich finde, je größer der Stich ist, desto besser sieht es auch aus. Aber ich wollte es trotzdem nicht mit der Hand nähen. Also, das kommt in so Tüten. 50 Stück und 2,99 habe ich bei Amazon gesehen. Ich kann euch das gerne auch nochmal verlinken. Mache ich euch dann in die Infobox rein. So, ich habe es mir jetzt gerade nochmal ein bisschen besser festgesteckt. Und dann fange ich auch hinten an. Und hier auch in der Mitte. Also so mittig, wie es geht. Ungefähr einen halben Zentimeter vom Rand. Und lasse dann hier auch die Nadel runter. Das hat den Vorteil, wenn wir jetzt gleich um die Ecken nähen, dass die Nadel dann unten ist und wir das Stück einfach bloß drehen. Das zeige ich euch jetzt auch gleich. So, ich nähe ein bisschen schräg heute. Gucken, ob ich das trotzdem hinkriege. So, wie gesagt, hier so einen halben Meter ungefähr, halben Zentimeter, halber Meter wäre zu viel. Dann die Nadel runterlassen. Das müsste eigentlich auch jede Maschine haben. Und dann legen wir schon los. Also hier lasse ich mir auch Zeit, mache ich mir die Einstellung immer auf langsam, damit die Maschine nicht so rennt. Und versuche die Linie so gerade wie möglich zu nähen. Das geht alles, indem man es einfach ein bisschen langsamer macht. Wie gesagt, ansonsten ist das ja eigentlich alles relativ schnell zu machen. So, hier muss man jetzt aufpassen. So, und jetzt kommt das. Jetzt könnt ihr nämlich den Fuß hochnehmen. Und könnt das hier komplett drehen. Lasst es wieder runter. Und jetzt muss man schön drücken, damit er auch gleich wieder näht. Genau. Das ist natürlich, wenn man sich die Nadeln so schräg stellt, können ja die meisten Maschinen drüber nähen. Das geht jetzt natürlich mit diesen Clips nicht. Aber meine Nadeln haben das meistens auch sowieso nicht mitgemacht. Dann oft eine Nadel abgebrochen. Wie gesagt, so ungefähr einen halben Zentimeter. Guckt, dass er gerade bleibt. Gerade jetzt beim Anfang, wo wir jetzt über den Filz nähen, dass der Filz nicht so hoch kommt. Umknickt. So. Wie ihr seht, hier habe ich jetzt die 4 Lagen und er näht wirklich die 4 Lagen durch. Wenn man mit der Maschine langsam arbeitet, macht er das sowieso eher einfach. So, jetzt könnt ihr wieder den Fuß hochnehmen, drehen, Fuß runter, schieben. Damit er gleich wieder fest, weil der Held liegt da so ein bisschen runter. Also das Nähpap ist wirklich sehr einfach zu vernähen. Und Filz ja sowieso.
was ich jetzt demnächst auch mal probieren möchte, ist den Snap-Hep oder das Snap-Hep einzufärben. Hab da auch schon einiges probiert. Das klappt noch nicht ganz so gut, aber ich gebe da nicht auf. So. Das klappt heute ganz gut. Bei den anderen, die ich bis jetzt genäht habe, hat er nicht ganz so in den Ecken genäht wie heute. Was so an Filz übersteht, ich sehe nämlich gerade, dass hier ein bisschen Filz übersteht. Das könnt ihr dann mit einer Schere ganz gut auch abschneiden oder mit einem Rollmesser. So, jetzt haben wir hier unten gleich wieder Filz. Hier unten drunter. Und der fängt dann hier an. Und damit sich das nicht umknickt, muss man auch schön langsam anfangen mit dem drüber nähen. So, er hat es gefasst. Und jetzt sind wir auch schon bei der letzten Klemme. Ein letztes Mal drehen, Fuß wieder runter und gut schieben, damit er auch gleich wieder fasst. So. Dann nehme ich mir hier immer die Fäden so ein bisschen zur Seite, dass er die nicht mit vernäht. Nähe dann aber direkt in diese Linie wieder mit rein. Somit ist der Faden dann fest. Gehe hier nochmal zurück. So, Nadel hoch. So, dann die Fäden abschneiden. Man hat nur einmal Fäden. Dadurch, dass wir ja in diesen Anfang wieder reingenäht haben. So. Ja, sieht doch alles ganz vernünftig aus. Jetzt gucken wir noch, ob es passt. Erstmal hier hinten die Tasche. So. Passt rein. Ist ein bisschen enger. Verstehe ich jetzt nicht. Sind die roten Hefte dicker als die grauen? Das werden wir gleich herausfinden. Ja. Das sind tatsächlich andere Hefte. Die gleichen Moleskine sind. Also das Graue passt auf jeden Fall. Passt auf jeden Fall. So. Nach hinten nehmen müssen. Aber zur Probe reicht es jetzt so. Und so. Also das ist ganz normal drin. Hier hinten hätte ich ein bisschen aufpassen müssen. Das können wir aber nochmal rausholen. Ich kann euch noch ein bisschen runterdrehen. Alles wieder umstellen. So. Also ich wollte noch nicht ganz diesen Gummi abschneiden, weil ich noch nicht weiß, ob ich vielleicht auch mal das Moleskine so nehmen möchte. Deswegen habe ich es hier so drin gelassen. Und so ist es jetzt auch fest. So. Das wäre dann die Hülle.
Wie gesagt, ihr müsst es so ein bisschen für eure Bedürfnisse, falls ihr ein A5 und kein Moleskine habt, ein bisschen ausmessen, gucken und ja, wie es für euch am besten passt. Ich habe mir jetzt nochmal was ganz anderes ausgedacht. Ich habe mir weißes Snap-Pap geholt, was ich gerne einfärben möchte mit Stoffmalfarben. Und das will ich dann, da will ich dann Cherry-Fold draus machen. Das heißt, hier so wie jetzt hier zum Reinstecken. Hier wird noch eine Lasche sein, wo man das dann reinstecken kann. Und dann, dass man es mal vorne so zuklappt. Hier ist dann auch wieder eine Lasche. Ja, habe mir schon ein bisschen was gezeichnet und will das wahrscheinlich auch beplotten. Und ja, ich zeige euch dann auf jeden Fall das Ergebnis, falls es funktionieren sollte. Die größte Herausforderung wird erst nochmal sein, das Snap-Pap einzufärben, weil da habe ich echt noch Probleme mit, aber auch das werde ich noch schaffen. Okay, ich hoffe, ich konnte euch helfen und ihr kommt damit zurecht. Wie gesagt, Snap-Pap lässt sich echt leicht vernähen. Ihr müsst es nicht unbedingt waschen, ihr könnt es aber waschen. Falls ihr Sachen näht, die ihr waschen möchtet später irgendwann, solltet ihr das Snap-Pap auf jeden Fall waschen, weil es geht ein bisschen ein. Und ansonsten kann man damit alles, fast alles machen. Sind dem fast keine Grenzen gesetzt. Also, ich hoffe, ich konnte euch helfen und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!